Hallo, ich bin Rina. Herzlich willkommen in meiner virtuellen Klasse. Ich hoffe, dass du alle Regeln befolgst, die am Anfang des Videos stehen. Das ist sehr wichtig für deine Gesundheit und für sichere Arbeit am Computer. So, lass uns unseren Unterricht beginnen. Aber bevor wir mit dem Unterricht beginnen, möchte ich mit dir die Sicherheitsregeln im Computerunterricht wiederholen. Sieh dir das Bild an. Anna sitzt am Computer, aber sie hat viele Fehler gemacht. Welche Fehler hat Anna gemacht? Pausiere das Video und schreibe es in die Kommentare. Hast du schon geschrieben? Dann lass uns überprüfen, wie viele Fehler hast du gefunden? Regel Nummer 1. Halte deinen Rücken gerade. Sei nicht bitter, sonst wirst du Rückenschmerzen haben. Regel Nummer 2. Die Füße sollten auf dem Boden oder einer Haltoberfläche sein. Es sollte für deine Haltung richtig sein. Regel Nummer 3. Die Drähte sollten entwirrt sein und vorsichtig auf dem Boden liegen. Es ist verboten, Drähte anzufassen. Regel Nummer 4. Hände und Tastatur müssten sauber und trocken sein. Regel Nummer 5. Leg du nichts auf die Tastatur oder andere Teile des Computers. Regel Nummer 6. Der Bildschirm sollte ungefähr 50 cm von dir entfernt sein. Regel Nummer 7. Du musst nicht am Computer arbeiten, wenn ein Gerät ausfällt oder Tönkheit. Das ist besser, wenn du Erwachsene rufst. Regel Nummer 8. Du kannst kein Essen neben dem Computer stellen. Okay, wir können weitergehen. Schau, diese Aufgabe hat mir mein Freund Henry aus einer anderen Galaxie geschickt. Aber ich kann nicht lesen, was er geschrieben hat. Er hat mir Symbole und eine Tabelle mit Buchstaben geschickt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir helfen würdest, herauszufinden, was er geschrieben hat. Sieh dir diese Tabelle an. Dies ist eine Tabelle mit Buchstaben. Unter jedem Buchstaben verstecke sich ein Bild. Jedes Bild entspricht einem Buchstaben. Finde, was mein Freund mir geschrieben hat. Welcher Buchstabe entspricht diesem Bild? Ja, das ist B. Richtig. Welcher Buchstabe entspricht diesem Bild? Ja, das ist A. Welcher Buchstabe entspricht diesem Bild? Natürlich, das ist S. Welcher Buchstabe entspricht diesem Bild? Ja, das ist I. Oh, wir haben das schon gesehen. Was ist das? Ja, das ist S. Noch einmal. Welcher Buchstabe entspricht diesem Bild? Ja, das ist der. Welcher Buchstabe entspricht diesem Bild? Das ist Erde. Er.
Wir haben das schon gesehen. Welcher Buchstabe entspricht diesem Bild? Noch einmal, das ist I. Welcher Buchstabe entspricht diesem Bild? Das ist N. Welcher Buchstabe entspricht diesem Bild? Das ist C. Welcher Buchstabe entspricht diesem Bild? Das ist Mond, O. Und welcher Buchstabe entspricht diesem Bild? Das ist Milch oder Milk auf Englisch. M. Welcher Buchstabe entspricht diesem Bild? Pinguin, das ist P. Welcher Buchstabe entspricht diesem Bild? Richtig, das ist U. Wir haben das schon gesehen. Was ist das? Noch einmal. Natürlich, das ist S. Wunderbar. Und was ist das? Wir haben das schon gesehen. Das ist Erde. E. Und welcher Buchstabe entspricht diesem Bild? Das ist R. Richtig. So, was hat Henry geschrieben? Was ist ein Computer? Was bedeutet Computer? Ist das ein Fehler? Natürlich. Welcher Buchstabe ist falsch? Ja, das ist S. Aber welcher Buchstabe ist richtig? Natürlich, wir müssen T schreiben. So, noch einmal. Was ist ein Computer? Henry hat schon geschrieben, aber er hat einen Fehler. Er spricht kein Deutsch, aber er versucht und das ist sehr schön. So, noch einmal. Was hat er geschrieben? Was ist ein Computer? Lass uns versuchen herauszufinden, was ein Computer ist und Henry davon erzählen. Wir müssen mit einer Rakete auf eine Reise gehen, um Henry die Antwort zu geben. Zuerst müssen wir uns auf den Flug mit einer Rakete vorbereiten. Meine Freundin Margarita hilft uns beim Packen. Auf dem Planeten, auf dem Henry lebt, ändert sich auch das Wetter genau wie auf der Erde. Das Zauberrad zeigt an, welche Jahreszeit ist. Und du musst dir sagen, welche Kleidung zu dieser Jahreszeit passt. Los geht's! Die erste Jahreszeit ist Sommer. Welche Kleidung ist für den Sommer geeignet? Ich glaube, das rosa Kleid würde sehr schön sein. Und auch rosa Schuhe. Genau. Das ist sehr schön. Die nächste Jahreszeit ist Winter. Welche Kleidung ist für den Winter geeignet? Warme Pullover, vielleicht Jeanshose. Warme Stiefel, warme Jacke,
Und natürlich Strichmütze. Sehr schön. Die nächste Jahreszeit ist Frühling. Welche Kleidung ist für den Frühling geeignet? Ich glaube, dass Jeanshose richtig ist, aber ich möchte Pullover wechseln. Das ist Pullover ohne Hals. Und natürlich Schuhe oder Sportschuhe. Okay. Die letzte Jahreszeit ist Herbst. Welche Kleidung ist für den Herbst geeignet? Jeanshose ist auch richtig, aber ich möchte noch Gummistiefel. Und was noch? Es scheint mir, dass ein Regenmantel und ein Regenschirm gut für einen Regenschienenherbst geeignet sind. Ja, natürlich. Sehr gut. Ausgezeichnet. Jetzt sind wir auf jeden Fall bereit, mit einer Rakete zu fliegen. Lass uns unser Training beginnen. Übung 1. Setz dich gerade hin, die Schultern nach hinten. Drehe deinen Kopf nach links und rechts. Mach das 8 Mal. Übung 2. Beuge deinen Kopf hin und her. Versuche mit deinem Kinn deine Brust zu erreichen. Hebe deine Schultern nicht hoch. Mach das 8 Mal. Übung 3. Versuche, dein Kind parallel zum Boden zu halten. Mach 4 Kreise mit den Schultern nach hinten und 4 Kreise mit den Schultern nach vorne. Übung 4. Stell dir vor, du wärst eine Amphibie, zum Beispiel ein Frosch. Drücke deine Finger zu einer Faust zusammen und öffne sie dann so, als ob du zwischen deinen Fingern ein Fell hättest. Mach das 9 Mal. Übung 5. Strecke deine Hände vor dich aus und drück deine Finger in die Faust. Drehe die Hände 4 Mal nach innen und dann 4 Mal nach außen. Übung 6. Mach ein Tor aus deinen Handflächen. Öffne und schließe die Tortüren. Mach das 8 Mal. Übung 7. Verbinde deine Finger mit dem Schloss
und drehe sie anwechselnd. Übung 8. Ziehe deinen Finger vor dir aus. Schau auf die Fingerspitze und zähle zwischen 1 und 5. Dann schau dir ein Objekt an, das weit hinter dem Finger liegt. Zähle zwischen 1 und 5. Dann schau wieder auf die Fingerspitze. Mach das 5 Mal. Wenn du willst, kannst du deinen Finger nach links und rechts bewegen. Übung 9. Reibe dir die Hände, als ob es deinen kalt wäre. Reibe sie, bis du spürst, dass es heiß wird. Dann lege eine Handfläche auf die andere. Die Augen schließen. Leg deine Hände auf deine Augen. Versuche, die Dunkelheit zu sehen. Zähle zwischen 1 und 20. Dann nimm deine Hände vom Gesicht. Öffne deine Augen nicht. Siehst du, wie sich das verändert hat? Was deine Augen sehen, als du deine Hände weggenommen hast. Es scheint mir, dass die Farbe nicht schwarz, sondern rot geworden ist. Zähle zwischen 1 und 20. Dann öffne langsam deine Augen. Übung 10. Diese Übung gefällt mir wirklich gut. Du musst aufstehen, die Gadgets beiseite legen und zum Fenster gehen. Nimm keine Gadgets in die Hand. Gib deinen Augen eine Pause vom hellen Licht des Bildschirms. Schau aus dem Fenster. Was siehst du? Bäume, Häuser, Menschen. Zähle zwischen 1 und 100. Danach komm zurück. Wir sind auf eine Computerreise geflogen. Während wir eine Rakete fliegen, überlege dir, für welche Berufe kann ein Computer verwendet werden. Denk nochmal nach. Wenn du willst, kannst du darüber in den Kommentaren schreiben. Also, der erste Mann ist ein Programmierer. Er verwendet einen Computer, um neue Programme zu erstellen, zum Beispiel YouTube, Miro oder Roblox. Weiterfliegen. Wer ist das? Das ist eine Studentin. Sie benutzt einen Computer, um zu lernen. Sie liest Bücher oder Artikel, schreibt Zusammenfassungen und macht Präsentationen. Der nächste Beruf ist ein bisschen schwierig, aber sag mir, wer ist das? Es ist eine Künstlerin. Sie benutzt einen Computer, um zu zeichnen.
Digitale Illustration ist jetzt in Mode. Los, bisschen einfacher machen. Wer ist das? Das ist eine Verkäuferin. Sie benutzt einen Computer, um die Preise der Waren der Käufer zu zählen. Weiterfliegen. Wer ist das? Das ist ein Arzt. Er benutzt einen Computer, um zu Patienteninformationen zu sehen. Okay, fliegen weiter. Wer ist das? Natürlich, das ist eine Sekretärin. Sie verwendet einen Computer, um neue Dokumente zu erstellen. Welche anderen Berufe kennst du? Wird in diesen Berufen ein Computer verwendet? Schreib mir in die Kommentare. Und wir fliegen weiter. Um Henry zu sagen, was ein Computer ist, muss man wissen, was ein Computer tun kann. Verbinde die Buchstaben auf dem Aufkleber mit einem Wort. Dies wird uns helfen, herauszufinden, wofür der Computer ausgelegt ist. Erster Buchstabe ist I, aber was ist nächster? Vielleicht N. Gehen weiter. Das ist F. Okay, weiter. Vielleicht O. Okay. Weiter. Natürlich R. Weiter. A oder M? Was ist richtig? Genau, M. Weiter. Natürlich A. Sehr schön. Weiter. T, I oder O. Was ist richtig? T, natürlich. Gehe weiter. Ja, das ist I. Und was ist nächster? O. Richtig. Und weiter? Natürlich. N. So, was ist ein Wort? Information. Information. Oder auf Englisch Information. Ja, genau, richtig. Der Computer arbeitet mit Informationen. Es gibt viele Informationen in unserer Welt. Alles, was uns umgibt, hat seine eigenen Informationen. Zum Beispiel, das Meer ist nass und tief, das Feuer ist warm und orange und eine Biene bestäubt Blumen. Das sind alles Informationen. Welche Informationen sind in diesem Bild? Ein Mann mit weißen Haaren in einem blauen Pullover trägt Parfüm. Sonniges Wetter und nasses Wasser. Es ist Sonnenuntergang. Der Himmel ist lila-rosa. Die Windmühle steht regungslos. Das bedeutet, dass es keinen Wind gibt. Die Biene möchte zu Blüte fliegen. Die Sonne ist sehr hell. Ein Mann will Holz ins Feuer werfen. Das Feuer ist klein. Andere wichtige Frage. Wie erhält ein Mensch Informationen? Schau dir die Bilder an und sag mir, woher wir die Informationen bekommen.
Wir riechen mit der Nase. Wir nutzen unsere Augen zum Sehen. Wir schmecken mit der Zunge. Wir nutzen unsere Haut, insbesondere unsere Hände, um Dinge zu fühlen. Wir nutzen unsere Ohren zum Zuhören. Und letzte Frage. Was können wir mit den Informationen machen? Wir können die Informationen erhalten. Wir können die Informationen speichern. Wir können die Informationen übertragen. Wir können die Informationen verarbeiten. Wir können die Informationen nutzen. Der Computer macht das alles. Okay, wir fliegen weiter und oho, das ist Henry. Wir haben Henry erreicht. Henry hat verstanden, was ein Computer ist und sagt uns Danke für die Erklärungen. Wir freuen uns sehr, dich zu sehen, Henry. Im nächsten Unterricht werden wir mit Henry weiter über Computer sprechen. Deine Hausaufgaben stehen in der Beschreibung des Videos und auch auf meiner Patreon-Seite. Ich hoffe, dass dir meinen Unterricht gefallen hat. Ich hoffe, dass das sehr interessant war. Stell mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, um neue Unterrichte von mir zu erhalten. Ich wünsche dir einen schönen Tag und lass uns gemeinsam Informatik lernen. Bis bald. Tschüss!